Okay, dann gehe ich mal zurück zu meinen Folien und dann kommen wir kurz zu einem weiteren nicht unwichtigen Teil, nämlich Auswertung der Evaluierung. So, ich habe mal die Hauptstatistik hier auf die Folie gepackt. Es haben, das kann man hier oben irgendwo sehen, 20 Leute daran teilgenommen. Was aus meiner Sicht, also ja, dafür, dass wir jetzt heute irgendwie so weniger als 20 im Raum sind, ganz gut ist, könnte man sagen, dafür, dass insgesamt, würde ich sagen, so 50, 60, 70 Leute irgendwie mehr oder weniger in der Lehrveranstaltung aktiv sind. Und ich erwarte auch heute Abend, dass so ungefähr vielleicht 100 Leute an der Leistungskontrolle teilnehmen. Ist das natürlich eigentlich so ein bisschen wenig? Ja, es ist so ein ganz bisschen schade. Also ja, die Fachschaft oder die studentischen Qualitätsbeauftragten sind auch nicht müde, immer in allen Studiengangskonferenzen und Gesprächen und so zu betonen, wie wichtig Evaluierungen sind und fordern das auch so ein bisschen ein. Also das Evaluierungsschema der Fakultät sieht ja mittlerweile vor, dass wir eigentlich Lehrveranstaltungen noch alle 3 Semester evaluieren, was ich auch ein bisschen selten finde. Ja. Also deswegen, das war jetzt auch keine reguläre Evaluierung, sondern es war eine, die ich eben mit Absicht angeschoben habe, was natürlich auch erklären kann, also, ne, und worauf ich hinaus will, ist, also die studentischen Qualitätsbeauftragten sagen, wir müssen mehr evaluieren, evaluieren, evaluieren. Und wenn man dann Evaluierung macht, dann macht aber keiner mit. So, das ist so ein bisschen so ein Problem. Und ein Problem, was vielleicht noch dazu kommt, man evaluiert dann oft als Student und dann hat man nicht das Gefühl, dass irgendwas mit den Ergebnissen passiert. Weil unsere Ausführungsbestimmungen an der Fakultät auch so sind, eigentlich darf diese Ergebnisse gar keiner sehen. Also sie sind streng, 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 streng vertraulich, ja. Also wenn man will, kann man die natürlich zeigen, aber muss man auf gar keinen Fall. Ne? Und also die dürften auch nicht zum Beispiel in so Studiengangskonferenzen und Gesprächen diskutiert werden, weil das ist eigentlich nur eine Sache, die, sagen wir mal, der Dekan, Studiendekan, glaube ich, sehen darf und die eigentliche Lehrperson. Ja, und wenn die sagen, nee, das ist aber nicht für die größere Öffentlichkeit bestimmt, dann ist das auch nicht für die größere Öffentlichkeit. Und da kann man sich natürlich als Student, Studentin auch fragen, warum man denn evaluiert. So, jetzt ist irgendwie meine Kamera eingeschlafen. Also Evaluierung, schwieriges Themenfeld. Also was ich natürlich jetzt zu der Stelle sagen könnte, ich glaube, da stand drüber Elektrotechnik Übung und Matthias Magdowski kann natürlich sein, dass viele Leute gesagt haben, nee, ich besuche gar keinen Übungstermin und das recht nicht schon bei Herrn Magdowski. Ich mache da gar nicht mit bei der Evaluierung, sehe ich gar nicht ein. Das kann natürlich passiert sein. So, wenn man sich jetzt ansonsten mal die Ergebnisse anguckt, ne, das ist ja hier so wie Schulnoten, Strukturaufbau, Rahmenbedingungen, Didaktik, Präsentation, digitale Lehre. Ich weiß immer nicht, was mit Selbsteinschätzung so gemeint sein soll. Ist das nicht allzu schlecht? Ne? Das ist ja so ein gut mit Sternchen, eine 1 minus, eine 2 plus, das ist schon irgendwie ganz okay. So, am interessantesten für mich, und da lade ich auch immer alle sehr zu ein, das auszufüllen, sind die Kommentare. Und da gab es zum Beispiel so eine Frage, welche weiteren Elemente der digitalen Lehre sollten auch im Präsenzbetrieb beibehalten werden? Zum Beispiel die Erklärvideos. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind da bei YouTube und ein paar findet man auch auf der Mediasite der Uni. Die werde ich da auch nicht wieder wegnehmen. Ja? Also keine Angst. So, dann fand ich ja total nett, wie arbeiten Sie außerdem selbstständig regelmäßig für die Lehrveranstaltung? Ich führe selbstständig Experimente mit dem Thema und den Instrumenten Oszilloskop durch. Sehr gut, ja. Also offensichtlich hat sich jemand ein Oszilloskop gekauft für zu Hause, vielleicht so ein USB-Oszilloskop, wie ich das hier habe, und macht damit Experimente. Das ist natürlich äußerst löblich. Aus welchen anderen Gründen blieben Sie die Veranstaltung fern verschlafen? Okay, das kann mal passieren. Bei diesem Termin würde ich sagen, wir starten um 11. Ja, okay, kann schon mal passieren. Wenn das jetzt sich wirklich auf meinen Übungstermin bezieht, der startet um 13 Uhr. Okay, kann auch mal passieren. Ja, gut. War an einem Mittwoch eher unüblich, würde ich sagen. Aber kommt mal vor, kein Problem. So, dann Anni-Modul finde ich gut. Ja, Live-Quizzes, okay, super. Zusatzaufgaben würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. So, das Themen sind, die in der realen Welt verwendet werden. Ja, probieren wir in den Grundlagen Elektrotechnik so weit wie es geht, das zu machen. So, das ist natürlich hier ein Kommentar, der ging mir runter wie Öl. Ja, also wie man so viel Liebe für diesen Kommentar. Ja, E-Technik macht zum ersten Mal Spaß, ganz fantastisch. So, nochmal Zusatzaufgaben und dass die Übungen gut erklärt werden, Vorlesung durch Skript gut nachvollziehbar. Okay, alles wunderbar, sehr schön. So, über Lob freut man sich ja. So, dann kommt so ein bisschen Kritik, Verbesserungsvorschläge. Die Lehrveranstaltung könnte verbessert werden, indem.
auf mehr Hintergründe Physik und Mathematik eingegangen würde, möglicherweise durch Zusatzmaterial auf Moodle. Ja, kann man bestimmt machen. Also es gibt ja zumindest von unserer Fakultät und von mir auch persönlich einen Mathematikvorkurs für die Elektrotechnik oder Elektromedizintechnik. Da gibt es auch einen Moodle-Kurs für und den findet man auch, wenn ich jetzt mal auf meinen Browser zurück switche, der sollte irgendwo hier sein und mal aus dem Vollbildmodus rausgehe. Dann gibt es dieses vorkurs.ofgu.de Webseite und da gibt es alle Kurse auf einen Blick. Muss man hier klicken, hier oben. Und dann sieht man, da gibt es diesen Kurs Fit für die Elektro- und Medizintechnik. Da ist auch schon für dieses Semester ein Termin festgelegt oder für das kommende Wintersemester. Und da kann man natürlich auch sehr gern hinkommen, wenn man eigentlich schon zwei Semester studiert. Ne? Überhaupt gar kein Problem. So, und Moodle-Kurs, weiß ich nicht, warum der jetzt hier ausgeblendet ist. Also den gibt es auf jeden Fall. Und es gibt ein Skript und es gibt sozusagen so auch Videos. Ein paar davon sind von mir, die meisten sind von anderen Leuten. Und also es gibt auf jeden Fall ein Skript. Ja, und in dem Moodle-Kurs, da hat jetzt hier, glaube ich, jemand aus Sicherheitsgründen den Link rausgenommen. Da findet man auch noch ein bisschen mehr Material, Übungsaufgaben und so weiter. Also da würde ich jetzt aus meiner Sicht mal auf diesen Kurs verweisen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja eine Lehrveranstaltung Physik, es gibt eine Lehrveranstaltung Mathematik. Das ist dann so ein bisschen die Frage, warum wir hier nochmal sowas machen sollten. Also ich sehe, ich kann den Bedarf in gewisser Sicht nachvollziehen, aber da müsste man eben mal gucken, was läuft denn in den anderen Lehrveranstaltungen hier falsch oder was fehlt denn da, dass offensichtlich dieser Bedarf besteht. So, dann gibt es hier einen Kommentar zu den Zusatzaufgaben, wo sich so ein bisschen auf Folgefehlerpunkte, Zahlendreher hinausläuft. Ja, also Folgefehler sind ein bisschen ein schwieriges Thema. Also auch in Prüfungen und in Klausuren. Ja, ich versuche schon immer, wenn irgendwie der Ansatz richtig ist und der Rechenweg geht so in die richtige Richtung, irgendwo hat man sich mal mit einem Vorzeichen vertan, irgendwann hat man mal eine Zehnerpotenz verschleppt. Und dann kommt eben so ein zahlenwertmäßig bisschen falsches Ergebnis raus, der Rest ist aber prinzipiell schon richtig, dann würde ich da auch immer Folgefehlerpunkte geben. Kritisch wird es immer dann, manchmal kann man sich ja bei Aufgaben, sage ich mal, am Anfang mit Absicht so ein bisschen verrechnen und dann wird der danach folgende Rechenweg eben deutlich einfacher, als wenn man sich nicht verrechnet hätte. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, Folgefehlerpunkte zu geben. Ja, dann gibt es so diese ganzen Sprüche auch wie in der Physik, die Anzahl der Fehler muss immer gerade sein, damit sich immer zwei Fehler gegenseitig aufheben können, auch da ist so ein bisschen was Wahres dran. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir geben überhaupt gar keine Folgefehlerpunkte, weil, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Brücke bauen will, dann ist es ziemlich egal, ob ich mich am Anfang der Rechnung verrechne oder ob ich mich am Ende der Rechnung verrechne, die Brücke stürzt ein. Ja. Und also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, Folgefehlerpunkte. Also ja, jetzt das kann man diskutieren. Was ich total nachvollziehen kann, ist, also man kriegt irgendwie Punkte abgezogen, aber kein Feedback, man weiß nicht warum. Ja, und klar, das kommt mal vor. Ne? Man wird eben von Leuten korrigiert, die im Zweifel eben auch keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und dann ist das eben alles schwierig. Dafür gibt es ja diese Musterlösung. Dafür kann man ja selber auch nochmal in die Musterlösung reinschauen und sich dann irgendwie selber ein Bild von machen. Und mein Pro-Tipp an der Stelle ist, es kommt überhaupt nicht auf die Punkte an. Ja? Eigentlich sind diese ganzen Zusatzpunkte, ja, klar muss man davon ein paar sammeln, damit man für die Prüfung zugelassen wird, aber das viel Wichtigere ist eigentlich, dass man sich semesterbegleitend mit den Inhalten und Themen und mit den Aufgaben beschäftigt, ungefähr weiß, was man da tut, ja, und dass man da so ein paar Punkte nebenbei sammelt, ist im Prinzip so ein netter Nebeneffekt, der das Ganze irgendwie kreditierbar macht, aber eigentlich kommt es gar nicht auf die Punkte an, sondern darauf, dass man sich mit den Aufgaben beschäftigt. Aber klar, also das mit dem fehlenden Feedback kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. So, dann gab es noch so einen Kommentar, die Gesamtabhängigkeit der Auswirkungen auf den Stromkreis wird aufgezeigt. Ich weiß nicht, war das eine Frage? Ist das ein Hinweis? Ist das ein Vorschlag? Also ich habe das mal mit Grübel-Smiley kommentiert. Und dass die Präsentationen aus der Vorlesung hochgeladen werden, ja, dass die Lehrveranstaltung könnte verbessert werden, indem
Ich habe mal drunter geschrieben, wie es früher in irgendeiner Werbung hieß, nicht immer, aber immer öfter. Also ich würde behaupten, dass ich fast immer meine Folien hochlade. Manchmal vergesse ich das vielleicht auch. Aber ja, also ich würde eben behaupten, wir haben ein Skript, wir haben ein Buch, eigentlich steht da alles drin. Und das mit den Folien, also Steve Jobs hat auch, glaube ich, nie die Folien nach seinen Präsentationen hochgeladen. Ne? Das könnte man auch an der Stelle sagen. Ja, also so, kann man diskutieren. So, dann würde ich sagen, das letzte Wort zur Evaluierung haben die Studierenden. Und ich muss mal diese Umfrage freischalten. Das funktioniert hier, indem ich weiterklicke und Inhalt freigeben klicke. Und dann sollte da als dritte Frage zum Thema abschließende Worte zur Evaluierung ein, ja, so ein Textfeld oder sowas auftauchen. Und da können jetzt ganz gern noch abschließende Kommentare getätigt werden, die ich gucke, ob ich mich zurückhalten kann, die ich jetzt im Idealfall nicht kommentieren würde an der Stelle. Ah, klar, ich kann natürlich selbstverständlich nochmal den QR-Code zeigen. Und ich nutze mal die kleine Umbaupause auf offener Bühne, um mir was zu trinken zu holen. Um meine Stimme zu ölen. So, und switch mal zurück auf den Browser. So, es gibt einen Kommentar, der heißt Supi. Es gibt einen Kommentar, der heißt, man muss die Feste so feiern, wie sie kommen. Ich sage nur noch mal, morgen Fight Night, 17 Uhr. Ich stehe am Grill zusammen mit dem Kollegen Thomas Scheischmidt und Daniel. Es wird ein Traum. Gleich Mittag gibt Pizza. So, ich habe Angst vor der Prüfung. Das ist natürlich ein Thema. Und ich bin ja schon im Browser. Und also ja, das ist definitiv ein Thema, wo ich jetzt persönlich auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Aber ich weiß, dass es in Magdeburg eine PSB gibt, eine psychosoziale Studierendenberatung. Das klingt erstmal total medizinisch und sowas. Aber ich glaube, das sind sehr, sehr, sehr nette Leute. Und vielleicht lässt mich Google auch danach suchen und diesen Browser-Tab, was ist denn das für ein Quatsch? Ich komme da hin und komme immer wieder zurück. So, also hier stehen ein paar Kontaktpersonennamen und da taucht dieses Wort Prüfungsangst, Prüfungsängste, Stress in Belastungssituationen auch auf jeden Fall mal auf. Also wenn man danach googelt und Google auch funktioniert, also das funktioniert offensichtlich nicht, aber vielleicht funktioniert ja dieser Link, ja. Also hier findet man nochmal genau das Gleiche. Hier gibt es offensichtlich auch Online-Kurse, wobei das hier, glaube ich, für Beschäftigte. Nee, das ist irgendwas anderes. Also irgendwie würde ich sagen, dieser erste Link da ist kaputt. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal. Es gibt da so ein paar, es gibt auf jeden Fall von der Uni ein paar Angebote in diese Richtung, an die man sich vertrauensvoll wenden kann. E-Technik-Dozierende sind da nicht unbedingt die besten Ansprechpartner für dieses Thema. So, mal schauen, wie es mit der Prüfung läuft. Vorbereitung ist alles, definitiv. Danke für die Auswertung. Folien wären wirklich supi. Und abschließende Worte sind abschließende Worte. Und es ist alles cool. Okay, vielen Dank. Ich glaube, viel mehr tröpfelt da jetzt nicht ein.